Wir sind in der schönsten Stadt von Rheinland-Pfalz, nämlich in Idar-Oberstein. Und ja, wir sind bei AMC Schmidt und stellen euch heute mal den Tabard Puccini 685 DF 2020 vor. Ja, so die Speerspitze im, sag mal, mittleren Segment, wenn Sie keinen Slide-Out haben möchten. Da geht es noch ein bisschen höher, sage ich jetzt mal, aber Puccini, das ist schon ein bisschen was. Und ja, hier ist der Uwe Schmidt. Grüß dich, Uwe. Hi Sven, grüß dich. Ja, du bist der Spezialist für Doppelachser in Europa, hätte ich fast gesagt. Ja. Und du verkaufst diese Fahrzeuge eigentlich nur Doppelachser, fast nur Doppelachser. Ich liebe es, Doppelachser zu verkaufen. Warum? Weil das einfach zu mir passt. Das ist einfach von mir aus die Welt, die mich götzt, die mich Spaß macht. Ja, die Leute kommen aus ganz Europa zu dir, wirklich so. Ihr sprecht mehrere Sprachen. Ihr seid praktisch bekannt wie ein bunter Hund und das nicht erst seit gestern, seit über 50 Jahren? 54 Jahre machen wir den ganzen Spaß schon. Ja, und ihr liebt Tabard, oder? Wir lieben leidenschaftlich Tabard. Das ist unsere Marke. Wir sind auch Exklusivhändler. Wir bewegen uns nicht in irgendeinem Bereich anderer Marken. Wir haben keine Reisemobile bei, nichts. Wir begegnen uns nur mit Wohnwagen. Und meine Spezifikation ist natürlich Tandemachser. Tandemachser, das bedeutet, der liegt satt auf der Straße. Ich habe natürlich einen Sicherheitsvorteil. Und insgesamt das Gewicht kann natürlich höher ausfallen. Ich habe ganz andere Fahreigenschaften. Liebe Leute, das kann man nicht so erzählen. Das muss man spüren. Das ist wirklich so. Also ich selbst fahre auch einen Tandemachser, auch einen Puccini, allerdings einen 2011er und muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Aber der neue, ich habe eben schon mal kurz reingeguckt. Gut, für den Tipp 2011, da können wir uns mal unterhalten drüber. Sag mal. Klasse. ATC, für was steht das? Elektronisches Stabilisierungsprogramm. Es wird versorgt über das Fahrzeug, über 12 Volt und hat in dem Sinn für den Laien gesprochen ABS auf den Rädern. Das heißt, der kann nicht mehr schlingern? Der kann nicht mehr schlingern, sofern die Elektronik in Funktion ist. Ja? Es muss die grüne Leuchte, die du hier in dem Bereich siehst, die muss aufleuchten, wenn er angekoppelt ist am Fahrzeug. Dann ist es aktiviert und dann schlingert er nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Wenn man nämlich angesogen wird von LKWs zum Beispiel oder es kommen harte Winde, man sieht das auf Videos, aber mit ATC wird es ganz schwierig, den noch außer Kontrolle zu kriegen, wenn man nicht gerade grob fahrlässig handelt. Er spricht Achse für Achse an und in dem Moment auch Seite für Seite und da hast du natürlich riesig große Vorteile. Ja, wir schauen erstmal von außen. Glattblech, das ist relativ neu. Wie lange gibt es schon Glattblech jetzt bei Tabard? Tabard ist prädestiniert für Glattblech. Wenn ich zurückdenke an meine Anfänge, waren nur Glattblech. Okay, wir sind erst später drauf gekommen, dass wir halt eben mit Trüffelblech die Quadratmeter vergrößern, die Wärmeeinfüllung etwas dämmen und dadurch die Verwindungen in dem Glattblech, das ja automatisch mitgegeben ist, eindämmen. Ja, das Ganze hat mittlerweile ein Dach, das ist hagelsicher, richtig? Die GFK-Dächer oben raus sind hagelsicher und wir haben ein spezielles Tabarddach. Wir isolieren ja zusätzlich mit Luft. Mit Luft, das wirst du uns gleich mal kurz erklären, denn ich sag mal, das System Tabard, das gilt übrigens für alle Fahrzeuge von Tabard. Ja, das haben wir generell, ja, langsam. Es kommt auf die Preisklasse an. Wir haben eine Zirkulationsluft, die du unter dieser Nase siehst. Da sind Luftspalten drin, wo die Luft zusätzlich unter dem Dach führen kann. Und okay, wenn der Wohnwagen steht, erreichst du 5 Dezibel weniger bei Wasser- oder Hageleinschlag. Klasse. Ja. Das ist schon eine Größe, 5 Dezibel. Das ist schon enorm. Ja, hier vorne, es gibt natürlich mehrere Varianten, wie das Ganze ausgestattet sein soll. Es gibt auch ein Fenster vorne, wenn ich es will, an der Deichsel. Ein Fenster vorne an der Deichsel, richtig. Da verliere ich aber, was du noch nicht gesehen hast, eine wunderschöne Atmosphäre im Innenraum. So, das werden wir uns gleich mal anschauen. Ganz stark ist der Mova. Da habt ihr diesmal den Truma XT eingesetzt. Ich guck mal gerade. Ein Vierkanal-Mova. Ja, das ist richtig. Und dieser Mova beträgt 17 Zoll Felgen. Ein Unikum im Bereich des Caravanbaus, 17 Zoll auf Breitreifen, die uns natürlich in dem Fahrgast in der Klasse ohne Weiß noch mehr Stabilität geben, als wir es eigentlich gewöhnt sind. Ja? Also jetzt, wo ich sehe, es sind echt 17 Zoll, die habe ich nicht. Ja, das kannst du aber gern von mir in irgendeiner Weise erhalten. Das heißt, man kann ihn quasi auf der Stelle drehen. Er hat einen unglaublich tollen Wendekreis, weil man auch wirklich Vierkanal benutzt. Die Steigung, alles kein Thema, oder? Kein Problem. Also wir haben in dem Bereich null Probleme und wir haben ihn auch maximal ausgelegt. Wir sind also hier dicke bei 2,5, 2,8 Tonnen, die den Mover unweis drücken kann. So, hier vorne habe ich Strom. Hier habe ich den Stromeingang. Korrekt. Die bekannte Euro-Steckdose für Stromeingang. Okay. Habe ich die Kühlsysteme an der Seite für den Kühlschrank. Okay. Ist der jetzt schon entsprechend autark? Hat er eine Batterie drin, der hier? Der hat eine Batterie drin, ist autark, weil er automatisch einen Gasboiler drin hat. Mhm. In dem Wagen kannst du ohne Stromzuwendung, wenn du Gas hast, die Batterie geladen ist und hast Wasser zur Verfügung, duschen, ohne dass irgendwas in der weiteren Sache brauchst. Gell? Okay, klasse. Hier vorne
Ist der Wasseranschluss? Das ist der Fülltank, damit wird im Prinzip der Fülltank befüllt. Festwasseranschluss hat er auch, auf Wunsch? Auf Wunsch hat er selbstverständlich alles. Alles, was das Herz begehrt. So, wir sprechen ja jetzt in einer, ich sag mal, mittleren Preisklasse. Der ist jetzt futschneu, 56.900 Euro. Ein Allrounder-Paket Tandem-Axa ab 2.401 Kilogramm. Was heißt das? In dem Fall, da steht's. Das Allrounder-Paket ist in dem Sinn ein Paket, das sich einmal differenziert bis 2,4 Tonnen in einem Tandem-Achsbereich oder überhalb 2,4 Tonnen. Das hängt an dem Mover speziell dran, in der Batterieleistung, in der Moverleistung, die dieses Paket etwas teurer macht. Und er hat das absolute Top-Paket ab 2,4 Tonnen drin. Ist drin im Fahrzeug. So, der hat jetzt auch die Gewichtserhöhung auf 2,5 Tonnen. Ich habe einen mit 2 Tonnen, das ist sehr eng, muss ich ehrlich sagen. Also mal ist ruckzuck überladen, Zuladung 80 Kilogramm mit ein paar Extras. Da habe ich hier natürlich mehr Möglichkeiten. Ich gebe da gerne Informationen, aber außerhalb der Fernsehaufnahme hier, was man wie am besten macht. Das soll auf die Empfehlung des Verkäufers ruhen. Zuladung hier ungefähr? Da haben wir bei 300 und noch was. 300 noch was Kilo müssten es sein. 350 Kilo. Ja, das ist natürlich bei der Gewichtsklasse ist das gut. Ja, Zugfahrzeug. Was empfiehlst du als Zugfahrzeug für so ein, für so ein Fahrzeug? Ja, geht's. Geh auf YouTube und guck rein, was der dir angeboten wird. Okay. Die Palette ist schon recht groß. Okay. Also man muss sich nicht einschränken, gell? Ist aber so, ich brauche natürlich eine Anhängelast. Ich brauche ein Gesamtzuggewicht, was auch passt dazu. Das heißt, das geht mit dem VW Golf nicht. Du kannst gewissermaßen im VW Golf Frontfahren dranhängen, aber fragst du nur, wie lange. Und ob es zulässig ist. Das ja, ist die Frage. Muss ja ein bisschen was sein, ja. Gut, er hat jetzt Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Das heißt, der VW-Bus, der typische, der, ich sag mal, der Geländewagen, der ein bisschen mehr kann, das macht schon Sinn hier. Und du gerade VW-Bus angesprochen hast, da haben wir die 2,5 Tonnen, gell? Ja, die haben wir da. Geht aber auch von Mercedes-Benz da. Was ist da drunter? Die Mercedes-Benz haben wir auch in der Kategorie M-Klasse, oder? Ist das auch sowas in der Richtung? Wir haben heute so viele Differenzen in der Zulassungsgewicht, dass du dich nicht mehr festlegen kannst auf eine bestimmte Marke oder ein bestimmtes Fahrzeug. Gell? Und da, was ist da drin? Die Hersteller haben unterschiedlich. Da ist die Toilette. Da ist die Toilette. Chemikal-Toilette, die Chemikal-Toilette. Ja. Genau, schauen wir uns gleich mal an. Das sind noch ein paar Zuladungen. Ja, wir schauen es jetzt mal an. Er hat es nämlich groß verkündet. Hier ist kein Fenster drin und deswegen gibt es nämlich unglaublich viel zu sehen. Da ist aber auch vorne noch mal ein Fach drin, hier bei dem? Ja, selbstverständlich. Zeig mal bitte. Ich sehe nämlich gar kein Schloss, das ist verdeckt. Oh, wir haben sogar Glück, ist offen. Da haben wir einen großen, ansprechenden, mit Rüffelblech ausgeschlagenen Vorbau, der dir natürlich auch, wie schon gesagt, wenn Wasser oder sowas eintreten sollte, keine Korrosion bedeutet. Und eine Langlebigkeit darstellt. Schaltet automatisch um die Gasflaschen? Die Gasflaschen schalten automatisch um, ja. So schön, dann gehen wir mal rein. Ja. Gucken uns das Ganze mal an. Hier haben wir eine schöne breite Tür, wie du siehst. Auch leicht korpulente Herren können hier bequem reinmarschieren. Warte mal kurz, wenn du noch mal kurz rauskommst. Ich war gerade auf der Tür. Ja, da, schau mal her, was du hier für Möglichkeiten hast, dich zu bewegen. Du musst nicht schmal und eng in den Caravan reinsteigen. Du hast eine richtige Breite. So, dann habe ich noch eine Zwischenstufe mit drin. Habe eine große Aufbautür. Da vorne kann ich auch was dranhängen. Da habe ich Haken mit dran. Sehr schön. Hier ist die Lampe mit dabei. Ich komme mal rein. Gerne. Das ist der Teppich. Der liegt normalerweise immer drin, der Teppich, oder ist es bei dir was so im Prinzip eine Sache, die du mitbestellst immer gerne? In dieser bestimmten Preisklasse wird es gewünscht. Ist so. Ja. Den kann man rausnehmen, nochmal extra reinigen. Genau, der ist auch mehrmals geschnitten. Wie du erkennen kannst, ist vom Bett schon ein Schnitt und da hast du einen Schnittpunkt in diesem Bereich, sodass man die Elemente austauschen kann. Okay, das heißt, die Sachen, die extrem beansprucht sind, wie zum Beispiel hier in der S-Gruppe, das kann ich extra rausnehmen. Kann ich rausnehmen und kann mir passend dazu nach Wünsche ein weiteres Teil schneiden lassen aus dem Zubehör. So, ja. Ich zeige euch jetzt mal was. Er hat nämlich eben gesagt, das ist das Konkurrenzmodell zu großen Reisemobilen. Und jetzt weiß ich auch warum. Ja, sag mal, da gibt es doch keine Worte mehr, oder? Da kann man nicht reden. Da kann man nur schauen, da kann man nur staunen drüber, was man da alles möglich machen kann. Ja? Gut, du bist auch großer Wohnwagen-Fan, muss ich dazu sagen. Ach Mann, ich will mich hier nicht auslassen über Reisemobile. Wohnwagen ist einfach für mich das Leben. Warum? Schau her, du weißt es doch selbst. Du hast doch selbst so ein Reisemobil. Du fährst und stehst fest auf dem Campingplatz. Hier machst du dir ein schönes Vorzelt vorne dran, stellst deinen Caravan hin und mit deinem Auto bist du wie zu Hause flexibel. Gut, das heißt, ich habe ein richtiges Queensbett an der Seite, kann ich vorbeilaufen. Und ich rumlaufen, nicht. Ja. Genau. Und jetzt musst du mal das Ladepotenzial betrachten. Schau mal, was du da reinladen kannst. Okay. Und das Ganze kannst du von rechts und links noch ansteuern.
dass der Latten diese Elemente in der rüberen Seite und auf dieser Seite raus tust, kannst du durch Surfbretter, Zeltgestänge, alles was sperrig und lang ist, von der Seite reinschieben. Quer durchladen. Ich komme auch gut an die entsprechenden Ablasser dran für den Winter, wenn ich mal ablassen muss. Das ist ein spezielles Tappert-System. Die sind alle geschützt. Da ziehe ich einfach die Scheppel hoch und dann entleert sich das System von selbst. Gibt es auch schon lange, muss ich sagen, sehr, sehr durchdacht. Und gibt es auf beiden Seiten. Das heißt, da gibt es so ein paar Tricks, wie man das Ganze denn auch entlädt. Da gibt es eine Einweisung zu dem hier. Wie lange dauert die Einweisung mit dem hier ungefähr? Da planen wir im Schnitt so 3 Stunden. 3 Stunden. Die sollte man sich unbedingt mitnehmen. Ja. Die geben wir auch vor und die erste Nacht sollte man auch möglichst hier bei uns in der Nähe bleiben oder auf unserem eigenen Abstellplatz bleiben, um weitere Fragen am nächsten Tag noch näher zu differenzieren. So, hier vorne siehst du links einen Schrank, der ist sehr groß. Frauen lieben es ja, etwas hinhängen zu können. Das ist hier problemlos möglich. Exakt das. Und oben haben sie noch ein kleines Ablagefach. Und das ist die Spezifikation von Tabat. Wir gehen in alle Ecken lüften. Guck mal, das ist diese kleine Rohr. Schau mal. Staunässe oder Luft, die steht, die uns in dem Sinn in allen Bereichen, ob Reisemobil oder Wohnwagen, Probleme stellt, belüften wir und bringen da unsere Luft von unserer Heizung hin. Ja, du hast eine Leselampe. Das heißt, das Fahrzeug hier ist ausgelegt für 2 Personen plus X, sage ich mal, hauptsächlich 2 Personen. Wenn wir mehr reinpassen, geh rein. Genau, das heißt, das Enkelchen könnte auch mal mitkommen. Ja, klar. Ja, klar. Auf der rechten Seite ist es gleich in grün, nehme ich an. Ja. So, dann drehe ich mich mal kurz um. Ich habe einen großen Spiegel hier auf der Seite. Die Verdunklung, ich kann also einmal zuziehen, das geht auch. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, überall die Fenster zu öffnen und dort Fliegengitter anzubringen, richtig? Die Fliegengitter sind serienmäßig. Ja, das ist ein Tappert-Fenster, das funktioniert immer gleich, aber im 2020er ist jetzt grau. Wenn du mir erstmal zeigst, wie geht das Fenster auf, bitte, Uwe. 4 Vorreiber hast. Ja. Siehst du, in dem Moment. Und jedes Klicken bedeutet eine Rasterstation. So, und jetzt gibt es das Besondere. Man hat nämlich die Möglichkeit, die Privatsphäre im Schlafzimmer zu belassen, indem man nämlich von unten nach oben hochziehen kann. Das ist ganz praktisch. Und das Fliegengitter kann ich bei geöffnetem Fenster dazu ergänzen. So, das rastet einmal kurz ein. Und jetzt kann ich beides hin und her schieben und kann mir das so hoch machen, wie ich das gerne möchte. Vielleicht ein bisschen Licht noch rein, aber es geht dann von unten nach oben, das macht ja auch Sinn, so dass keiner reingucken kann. Genau. So, ihr verkauft jetzt wie lange schon Tabak? 54 Jahre bin ich dabei. 54 Jahre. Und das ist jetzt so das Modelljahr 2020. Wenn du das jetzt so mal siehst und das vergleichst mal mit den Fahrzeugen, die so, ich sag mal, Anfang der 80er, 90er kamen. Ja, es hat sich viel verändert. Wir haben viele Bauteile, die früher aus Massivholz gefertigt wurden, heute in Aluminiumprofilteile drin, die uns viel Gewicht ersparen, die auch in der Handhabung, der Isolierung halt eben Vorteile bringt. Wir haben moderne Chassis drin, wir haben andere Rahmenteile drin, sodass das zuletzt Gesamtgewicht oder das Eigenmassegewicht kräftig nach unten differenziert werden konnte. Und haben dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten, andere Wohnwagen zu bauen. So, wenn du mal kurz mitkommst und dann zeigst du mir mal bitte, man kann hier zumachen. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, ich habe also eine komplette Vereinzelungsmöglichkeit. Und das geht auch problemlos. Einfach ziehen. Und dann habe ich die Privatsphäre mit einer Schiebetür. Hallo Uwe. Hallo, grüß dich Sven. So, eine leichte Schallentkopplung auch, aber wenn einer mal in Ruhe schlafen möchte, einer will mal vorne noch Fernsehen gucken, das geht. Das geht wegziehen, ja. Das sind auch neue Kleider drin, hier oben in der Schienenversion. Das ist zum Beispiel ein Produkt, das der neuen Bauart gekommen ist. Das sind andere Halter, die etwas mehr vibrieren, die in dem Sinne das Ausreißen der Schiebetür bei der Fahrt unterbinden. Es ist jedes Jahr was Neues, was optimiert wird, oder? Die Technik entwickelt immer wieder was Neues. Es geht weiter mit Lichtsteuerungssysteme. Wir haben alles, was am Markt sich verändert, immer wieder neu beim Tabak drin. Ja, ganz wichtig ist der Sanitärbereich. Die Frauen, die wollen sich auch hübsch machen. Die Männer, die möchten mal auf Toilette gehen alleine. Das ist hier gut realisiert, denn es gibt eine ganz große Toilette oder auch ein Raumbad, komplett abgeschlossen. Uwe, zeig mal bitte. Bitte sehr, dreh rein. Genau, ich schau mal kurz hier rein, dass man das Ganze mal sieht. Und ja, wie ich sehe, sieht man erstmal die ganz große Toilette. Die ist auch drehbar, die kann ich mir so einstellen, wie ich es möchte. Genau, nachdem welchen Winkel du haben möchtest, kannst du die obere Schüssel in die Richtung drehen, in dem du bequem sitzt. Ungefähr die Entleerungszeit, wenn ich das jetzt normal benutze, alle 3-4 Tage, wenn ich unterwegs bin. Sven, was ist normal?
Normal ist, naja, oh, gut, alles klar. Da vorne ist der Festwasseranschluss, da drücke ich drauf und spüle, richtig? Ja, genau, das ist die Versorgung des ganzen Wassersystems, ja. Ja, stark ist auch, hier kann ich das Licht einstellen, das ist auch neu. Das heißt, ich habe die Lichtsteuerung zentral. Und zentral für den Waschraum hier in dem Sinn allen Bereichen, ja. So, oben habe ich Spots ausgestellt. In der Dusche selbst sind auch nochmal Spots eingelassen in die Verkleidung, sodass ich da schönes, sauberes Licht habe. Ich habe einen riesigen Spiegel. Wenn du mal kurz reingehst, bitte. Ja, die Dusche ist auch für große Personen problemlos benutzbar. Speziell auch der höhere Bereich, dass wir das Spritzwasser nicht von der Dusche rein in den vorderen Bereich bekommen. So hast du hier den Einstieg. Du kannst dich komplett drin bewegen. Du bist also in meiner Größe hier. Das ist ja schon eine Persönlichkeit, ein Faktor. Und so kann ich dich halt eben abtrennen hier. Okay, und das ist auch dicht, richtig? Das ist komplett dicht. Oben habe ich noch eine Entlüftungsfrage drin. Von unten habe ich Heizung drin. Kann mir also bequem wie zu Hause meinen Duschraum stellen. Ja. So, hier vorne habe ich auch ein richtiges. Ist das jetzt ein Rinnsal oder ist das schon kräftig, was rauskommt? Hallo? Der Wasserstrahl. Hallo? Jetzt aber, bitte. Wir finden uns hier bei Tabat. Ja? Ja, ich weiß nur, es gibt andere Wohnwagenhersteller, die haben sogenannte Saugpumpen. Und da machst du und so weiter. Wie ist das dezent, bei Tabak? Ganz dezent im Wasser, im Behälter mit enthalten, sodass die Schallemission der Pumpe nicht nach außen weit austreten kann. So ist das. Ja. Sehr schön. Großer Spiegel, ganz wichtig. Das heißt, ich kann mich komplett sehen beim Anziehen. Ja, von oben genau bis unten. So steckt man das Hemd auch wieder rein, wenn es mal rausgerutscht sein sollte. So, auf der linken Seite haben wir den neuen Kühlschrank schon drin. Das Gefrierfach. Was uns auch richtig kalt macht von Dometic. Ja. Der schaltet vollautomatisch um. Hier muss ich nichts mehr extra regeln wie früher. Da muss ich bei mir immer umstellen, 12 Volt, 230 Volt oder Gas. Das geht automatisch. Ja, das funktioniert alles automatisch. So, warte mal kurz. Ja. Ich zeig's mal gerade. Da vorne sind noch ein paar Sachen drin. Das sind Elemente, die wir im Wohnwagen gebrauchen. Die Fernbedienung. Das sind die Fernbedienung von dem Mova. Ja, ja, genau. Noch Schlüssel dabei für bestimmte Beidrehmöglichkeiten, Wegdrehmöglichkeiten. Ja, ihr habt eine Fernanzeige mit drin für den Dual Control. Ja. Ist auch mit eingebaut. Und jetzt das Besondere bei dem ist, dass ich natürlich für die Nacht dementsprechend den Service auf die andere Richtung legen kann. Okay. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn du es nochmal zumachst und von der anderen Seite nochmal aufmachst, bitte. Uwe, vielleicht war es einigen zu schnell. Also geht das einmal. Ist das für das Arbeitsfeld über Tag. Ja. Und das ist die Seite für die Nacht. Und das funktioniert wirklich. Ja, wie ich sehe, funktioniert es. Ja gut, du lachst jetzt, wenn ich nachts Durst kriege, da haben sich die Leute schon Gedanken gemacht. Das ist kein Marketing-Gag, oder? Ja, ganz gewiss nicht. Man hat sich überlegt, ob man jetzt hier vorbeigehen muss und dann die Tür öffnen und dann hier wieder vorgehen will. Also hat man die Tür eine Quere. Also wenn die Tür wieder schließen, dann kann ich gehen. Und hier habe ich in dem Sinn einen Standpunkt, greife, mach zu, bewege mich fort. Sehr schön, das Holz. Das ist ja so eine Glaubensfrage. Das heißt, jedes Jahr gibt es ja neue Farben und Formen. Das heißt, die gehen schon so ein bisschen nach italienischem Style, gucken sich an, was ist gerade in der Möbelindustrie schick, oder? Deine letzten Worte waren die maßgebend. Was in der Möbelindustrie in den nächsten paar Jahren auftritt, wird in diesem Wagen schon verarbeitet. Wir haben aber eine gewisse Standsituation bei Tabat. Also in dem Laufe von 4, 5, 6 Jahren bleibt bei uns konstant die Möbel baugleich. Also was direkt auffällt, ist sehr viel Weiß. Sehr viel Holz, aber in einem dunklen Holzton. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal ein bisschen anhebst, dass ich mal drunter gucken kann, weil es gibt ja auch Leute, genau, den Teppich, dass wir einfach mal sehen können, was da drunter ist. Gibt ja auch Leute, die sind so am Strand, die wollen den vielleicht mal raus haben, den Teppich. Das ist auch sehr schick, so eine Schieferoptik so ein bisschen. Ja. Stein, Naturstein. Ja, genau. Der in dem Moment leicht zu kehren ist und halt eben auch dann die Möglichkeit hat, im Sandbereich den Teppichboden ganz so auszulassen, weil es gar nicht in den Sommerurlaub mitzunehmen. Gell? Hier vorne habe ich eine große Lichtsituation, indirekt beleuchtet. Das Thema indirekte Beleuchtung ist optimal gelöst bei Tabak. Also ich habe ja selbst einen etwas älteren Puccini, auch da war es schon nicht schlecht. Ja. Aber hier bei den neuen, die lassen sich laufen, was Neues einfallen. LED macht es möglich, oder? Ja, das ist alles aufgefrischt. Wenn du die Kanten oben betrachtest, wenn du das indirekte Licht von unten betrachtest, die LED-Scheinwerfer betrachtest, wenn du jetzt hier auch die Musikanlage betrachtest, das Radio haben wir hier drin an Bord. Ja, wir haben Lederausstattung. Das ist schon vom Feinsten. Also das ist schon was ich zeigen lassen kann. Gell? Also schön gelungen finde ich die Lautsprecher an der Seite. Ja, das heißt, man integriert in die Sache rein, ja. Man kann die auch natürlich auch entsprechend benutzen, um Fernsehen zu gucken. Das geht dann über das Autoradio, nehme ich an, der Ton. Das geht über das Radio. Das Radio ist Bluetooth-fähig. Das ist in allen Bereichen einsetzbar. Ja, alles, wie es haben möchtest. Alles, was das Zeitfenster heute bietet, kannst du hier verwirklichen. Uwe, du kennst das schon. Du setz dich mal bitte hin.
Du bist im Prinzip jetzt der geübte Camper, der Tabak-Camper, sitzt dort hinten drin und ja, man muss da nichts umbauen. Das heißt, ich habe einmal die Sitzgruppe riesengroß, also wo die Leute wirklich nichts umbauen müssen. Da kann man frühstücken, da kann man spielen, da kann man, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, einfach mal sitzen. Man kann andere einladen, denn hier hat man Platz für 6-7 Personen, oder? Ja, da gehen auch 8 hin. Genau. Den Clou bei der Sache haben wir noch folgende Natur. Wir können das Mittelteil, das immer etwas eingeengt ist, Sie siehst ja hier von der Auflagefläche her, können wir durch wenige Nuancen nach vorne schieben und können es vergrößern, sodass die Herren am Fenster und die Damen am Fenster ebenfalls genügend Beinauflage haben. Ah, okay, das heißt, das kann ich nach vorne ziehen. Ja, da vorne ziehen und in dem Moment habe ich komplette Beinauflage. Wenn ich den Tisch mal gerade drüber ziehe, siehst du das? Ich habe insgesamt diese Länge hier komplett nach vorne gezogen, um halt eben eine bessere Sitzmöglichkeit zu haben. Toll. So, ich zeige dich mal gerade von ganz hinten, dass man das Raumgefühl mal sieht. Wenn ich jetzt mal ganz nach hinten gehe, das mache ich jetzt mal. Hallo! Er ist riesengroß. Der Vorteil ist natürlich beim Doppelachser, ich nehme quasi ein ganzes Haus mit, wer noch nie Doppelachser gefahren ist. Es ist viel einfacher, als es aussieht, oder? Das kann ich Ihnen nur sagen. Aber viele kommen her und sagen 2,30 Meter Breite und ein Achser maximal 4,90 Meter, maximal 5 Meter. Für mich ist das nicht erfassbar. Wenn ich mal einen Tandemaxer gefahren habe, komme ich nicht mehr los davon. Übrigens, für alle, die die Mautstellen sagen, die sind ja nur 2,60 breit. Ja, das Schöne ist, man sieht von hinten aus dem Fahrzeug, wo man genau ist, ist es viel einfacher wie beim Wohnmobil. Ich fahre auch ein Wohnmobil, das ist 2,30 Meter breit. Ja, da habe ich viel mehr Angst, als mit dem großen Puccini in eine Mautstelle reinzufahren, weil man sieht es von hinten vom Fahrzeug. Man kann einfach sehen, wo bin ich. Also das ist wirklich sehr einfach. Ist so. Ja, ich zeige mal gerade hier vorne, wenn ich jetzt hier sitze, ich komme mal gerade neben dich. Ja. Das ist ziemlich cool gelöst. Was mir gut gefällt, ist das Weiß hinter dem Fernseher. Das war vorher, ja, das war ganz anders. Also der Schnitt ist auch ganz anders. Meine Tür ist auf der linken Seite. Das ist schon optimal gelöst. Ich guck mal gerade hier rein. Das Holz, das ist wahrscheinlich so eine Sache, wenn die Leute in 30 Jahren gucken das Video, sagen sie, um Gottes Willen, wie kommt man denn 2020 so ein Holz verwenden? Aber das ist im Moment top schick, oder? Schau mal dein erstes Video an, wie du da ausgesehen hast. Und schau dich heute mal an. Nee, das ist aber auch Geschmackssache. Es gibt hier die diverse Ausstattungslinien bei dem Puccini? Nein, wir haben eine Richtung. Da ist nicht viel Nuancen möglich. Also im Möbelbau steht der Wagen komplett so, wie er ist. Wir können in Kleinigkeiten, wie unter dem Bett, durch die Durchreiche können wir arbeiten dran. Und dann ändert sich das schon. Dann sind wir schon fast am Schluss, gell? Hier oben habe ich ein großes Heki. Die Klimaanlage darf natürlich nicht fehlen. Da ist eine Truma eingebaut. Ja, und wenn du mal so lieb bist, dich mal an die Küche stellst. Du bist mal ganz kurz die Ehefrau und kochst. Was hättest du gern heute? Was darf ich denn heute bieten? Ich stelle mal kurz den Salattopf rüber, habe meinen 3-Flammenkocher zur Verfügung und habe mein Waschbecken anschließend zu der Sache. Das ist das Waschbecken. Glasteile rund um das. Warte mal kurz, ich komme gerade zu dir, dann sehe ich dich ein bisschen besser. Ja. Dann da hast du das große, wirklich große Waschbecken in dem Moment, hast 3 Hochleistungsbrenner-Töpfe drin mit nicht einem Spielzeug, sondern das kannst du mal anfassen hier. Das ist Material, das ist Guss. Ja, das ist wertstabil und das hält auch seine Zeit dabei aus. Gell? Und es ist sehr leicht zu reinigen. Das heißt also, viele, die dann sagen, ich hätte kein Ceran-Kochfeld. Wenn man weiß, wie es rausgeht, das ist immer so eine Geschichte. Viele kommen ja zu euch, putzen drumherum und haben sich noch nie getraut, das hochzuheben. Deswegen gibt es ja die Einweisung. Ja, genau. Deswegen haben wir uns auch die Zeit dessen, wenn die Kunden zu uns kommen und machen die erste Zeit, was wir die Übernahme, dann sollen sie Zeit mitbringen, damit wir ihnen alles zeigen können, was rundherum zusammenhängt ist. Ja. Ja, oben drüber, man sieht es, da ist die indirekte Beleuchtung wieder. Das ist da haben wir indirekt das Licht, ja. Und hier haben wir natürlich eine wunderschöne, große, weit ausladende Küchenschublade. Das ist neu, also muss ich sagen, das hat mein 211er nicht. Der hat viele kleine Schränke, das ist riesig. Ja, ist riesengroß, ja. Mit vielen Scharnieren, gell? Vier kräftigen Scharnieren drin. Und es deckt auch alles ab. Das heißt, also hier habe ich jetzt nicht so wie hier das offen. Das ist ja ganz nett, wenn man es offen hat. Aber hier kann ich alles. Hier ist ja so, dass du Geschirr unterbringst. Deswegen musst du den Halt haben. Okay. Diese Situation in dem Bereich hat den Vorteil, dass du die ganze Accessoires rundherum unterstauen kannst. Hast du die Klappe hier zu? Ja. Wo legst du dein Buch hin? Stimmt. Wo legst du deine Uhr hin? Wo legst du dein Handy hin? Was machst du da? Und da vorne den Schal, den man mitnehmen kann. Genau, oder die schnelle Griffigkeit vom Schlüsselbund, vom Auto. Wo findest du deine Position? Deswegen ist das hier eine ideal, in meiner Auffassung, die idealste Funktion. Ja, toll finde ich auch hier vorne. Tabard, guck mal. Das ist so wie Hülster, die das so anbringen. Sie zeigen ihre Größe in dem Moment. Zeigen die Größe. Ja, wenn du mal so liebes Thema aufmachst, dass wir mal reingucken können. Schubladen? Ja, Schubladen. Da sind sie. Okay, die ist ein Ticken kleiner, die unteren werden größer, weil da natürlich die Technik noch drüber ist. Da sind wir.
Und ganz unten macht man wahrscheinlich die schweren Sachen rein, gell? Und ganz unten wirst du nur die Klappe hauen. Weil wir sind ja im Tandemax. Ah, nee, oh, wir kommen ja noch hin. Geht auch. Guck mal da. Okay, Töpfe. Da rechts an der Seite ist wahrscheinlich Mülltrennung. Da haben wir die. Da ist es. In dem Moment lange für große Töpfe genügend Platz. Wobei das sich auch noch zusätzlich einstellen lässt, gell? Okay. Die können alle noch in verschiedenen Höhen positionieren. Okay, das heißt, das Thema Mülltrennung könnt ihr anpassen, oder? Ja, das ist allemal möglich, ja. Super. Hier vorne habe ich ein Fach, zum Beispiel für die Schuhe, die ich reinmachen kann, wenn ich reinkomme. Schuhe und alles Mögliche, was einem gefällt, was man alles so denkt mitzunehmen. Und eine Vitrine. Ohne Vitrine. So, Haustechnik, da haben ja viele Angst vor, aber da kann man sich schnell dran gewöhnen. 12 Volt Steckdosen hast du überall, die man anschließen kann. 230 Volt sind auch drauf. Ist auf uns. Handy-Ladestation haben wir auch. Handy-Ladestation? Genau. Jeweils vorne eine und eine hinten. Super, und da habe ich auch eine Truma mit drin. Das heißt, die macht warmes Wasser und macht Heizung? Richtig, genau. Das ist eigentlich die aus dem Reisemobilbereich, die Heizung. So, und eine zentrale Lichtsteuerung. Hier kann ich alles auf einmal ein- und ausschalten? Alles auf einmal ein- und ausschalten, ja. So, hier oben habe ich dann die Batteriespannung. Ja, Batteriespannung, Tankvolumen und kann das Botnetz ein- und ausschalten, damit ich keine fremde Entladung habe. So, und hier ist das Schuhfach, genau. Lass mal kurz Schuhfach mal gucken. Oder Werkzeugkiste? Schuhfach oder Werkzeugkiste, sagt er. Hast du 1, 2, 3 mal einen Hammer untergebracht oder einen Schraubenzieher, wo du im Vorzelt halt eben die Nägel rausziehen kannst oder halt eben einschlagen kannst. Fliegengitter ist integriert? Fliegengitter haben wir ebenfalls drin. Schau her, wie gut und einfach das funktioniert. So, nochmal auf. Da ist er. Ja, der ist nagelneu. Hier steht er, das 2020er Modell. Uwe, komm mal raus. Hat das Preisschild in der Hand und wird uns noch mal ein paar Details zeigen. Das habe ich jetzt zu spät gesagt. Da vorne steht es. Es ist ein Neuwagen, es ist der Tabak Puccini 685 DF 2020. Und ja, er darf 2,5 Tonnen wiegen, so wie ich das sehe. Hat 17 Zoll Alufelgen, die ich übrigens noch nie gesehen habe bei einem Tandem-Axa. Ja. Und hat eine Klimaanlage auf dem Dach. Und die Polster-Variante heißt Coffee Forest und ist echt Leder. Das steht auch drauf. Normalerweise hat man ja so ein Kunstleder mit drauf, das ist echtes Leder. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist ein besonderer Wunsch gewesen, dass wir das hier reingesetzt haben, um den Kunden auch mal zu zeigen, wie weit man das Ganze ausladen kann. Ja, sehr schön. Wir sind bei AMC Schmidt. Ja. Ihr seid in Idar-Oberstein. Ihr seid wahrscheinlich der größte Doppelachser-Händler für deutsche Wohnwagen in Europa, kann man das sagen? Ja, du schmunzelst ganz schön mit mir. Aber es ist korrekt. Wir machen im Bereich Tabak schon zum größten Teil all die großen Tandemachse und wir bedienen ganz Europa damit. So, ihr kennt euch ja sehr gut damit aus, ihr habt einen eigenen Service, eigene Werkstatt, ihr könnt alles realisieren, Umbauten, Maßnahmen. Es gibt keine Hemmschwelle bei uns im Hause. Alles, was der Kunde wünscht, wird erfüllt. Sehr schön. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen werblich klingt, ist es wirklich so, er liebt Tandem-Axa. Ihr macht nichts anderes wie das, ihr habt nur Tabak. Wir haben nur Tabak, leben nur von Tabak und machen ganz allein Tabak seit 54 Jahren. Genau, fast nur Doppelachser, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, Leute, die jetzt so kleinere Tabak-Modelle haben möchten, da hast du auch nichts dagegen, das kann man mal ordern, aber ihr seid die Spezialisten für Doppelachser. Das ist korrekt. Es gehen rund 80% unserer Fahrzeuge mit Doppelachser raus, aber selbstverständlich sind herzlich willkommen auch die Einachser. So, ich mache noch ein bisschen Werbung für ein Video, was wir gleich mal zeigen. Da hinten steht der Cellini und es ist ein Doppelachser mit Slide-Out. Da haben wir ein eigenes Video zugedreht und auch das können Sie sich ja mal anschauen. Das werden wir auch gleich mal mit dem Video hier verlinken. Da steht er mit Slide-Out und einer automatischen Hubstützenanlage. All das können Sie in Funktion sehen. Bleiben Sie dran. Und wenn Sie es mal kaufen möchten, AMC Schmidt in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Tschüss, Uwe. Tschüss, Sven.